Hi Leute und willkommen zurück zu Okami. Wir haben beim letzten Mal ja zugeguckt, wie Susano, der mächtige Krieger, eine widerliche Bestie, diesen Bären, besiegt hat. Und wir wollen wissen, was das hier ist. Oder wollen wir erstmal mit dem reden? Mann, er schläft immer noch wie ein Bär. Super. Was für ein Schnarchen. Dagegen hört sich Susanos Schnarchen an. Wie das Schnurren eines Kätzchens. Okay. So, was ist das hier für ein Ding? Der Kristall ist mit Blättern gefüllt. Wurde dieser Kristall bei Ritualen für eine gute Ernte oder so etwas benutzt? Hey, war auf der Wandmalerei nicht auch so ein Kristall zu sehen? Erinnerung? Ja, Kristall und Baum. Blöd. Alles klar. Oder wächst sogar. Alles klar. Oha, hier, komm. Muss ich jetzt anstupsen hier? Ah, das kriegen wir hin. Na komm. So. Jetzt würde ich aber sagen, wir müssen ihn da hochdrücken, da wo das Wasser ist, ne? Oder? Wenn nicht, dann nicht, aber. Ich mach's einfach mal. Wenn das nicht funktioniert, dann. Doch, das war so. Größtentechnisch hat es eigentlich schon fast gepasst. Okay. War sogar richtig. Wow, irgendjemand hatte eine Menge freie Zeit, um sich das hier alles auszudenken. Ja. Also, das war die Kugel auf der Wandmalerei. Ja, nochmal gucken. Wow, Baum wächst. Alles klar. Ich wette, der Kristall ist magischer Natur oder so etwas. Ja, nu. Können wir jetzt hier Bäumchen pflanzlich machen? Was ist denn mit diesem winzigen Sprössling los? Ich rieche einen schwachen Duft, als ob Sakuya aus diesem Sprössling käme. Okay. Das heißt, wir brauchen wohl noch eine Sonne oder sowas, die dann auf diese Kugel scheint, wie auf dem Gebilde, und dann wächst da alles. Und ich glaube, ich weiß auch, dass wir es hier machen müssen, oder? Ja, sehr schön. Hey, ist das ein Wächtersprössling? Er ist ganz verwelkt wie. Er ist ganz verwelkt Wie die anderen. Was zur Hölle? Wer hat das Licht angemacht? Ausgemacht. Oh, das ist eine weitere Konstellation in mir. Okay. Ich würde sagen, wir müssen jetzt zwei Punkte machen. Da und nämlich da. Weil es sieht nämlich ziemlich auffällig aus. Bist du ein Affe? Ja. Sakigami. Oh, aber der Rasen, Quelle allen Guten und unser aller Mutter. Mein Dank dafür, dass du meinen Körper von solch seinem Schlaf erweckt hast. Bitte akzeptiere meinen untertänigsten Dank für deine große Freundlichkeit. Ich, Hanagami, ein Gott. Ich Hanagami und da steht, er heißt Sakigami. Da hat sich wohl jemand vertan. Ich, Hanagami, ein Gott der Flora, gebe dir glücklich meine Kraft. Setze sie nach deinem Ermessen ein. Ich glaube, da hat sie einen Fehler eingestickt mit dem Namen. Jetzt weiß ich nicht seinen echten Namen. Toll. Das war Sakagami, einer der Götter der Flora. Anscheinend kann die Pinseltechnik Blühen, Pflanzen zum Blühen bringen.
Man muss einfach einen Kreis um die Krone eines verwelkten Baumes malen. Hey! Vielleicht kann man damit auch die verwelkten Wächtersprösslinge wieder zum Blühen bringen. Alles klar, machen wir. Zack. Gut, haben wir das Hanateil befreit schon. Plus 30 Erfahrung. Oder Glück. Die werden zur Erfahrung machen können. So. Wow, sieh mal, wie schnell alles wieder gewachsen ist. Saku, er hat nicht übertrieben. Dass die Macht der Wächtersprösslinge betrifft. Das sieht so wie das Hanateil also wirklich aus. Es scheint so, als hätte Sakuyas Wächtersprössling den bösen Fluch gebrochen. Ich weiß nicht, wie schwach die Götter in letzter Zeit geworden sind. Aber es muss eine verfluchte starke Macht gewesen sein, die diesen prächtigen Wächtersprössling unterdrückt hat. Sogar wenn du die wiedergeborene Shiranui bist. Wir könnten hier an einer größeren Sache dran sein, als erwartet. Hey, Emmy. Was ist mit dem verwelkten Wächtersprössling außerhalb? Ich wette, du kannst ihn genauso wiederbeleben. Genauso wie diesen. Und indem du den Wächtersprössling wieder zum Leben erwächst, können wir wahrscheinlich den Fluch dort auch aufheben. Auf was warten wir noch? Nicht lange nachdenken, los geht's. Ja, aber ich möchte hier trotzdem nochmal mich umgucken. Hat irgendwas Cooles freigeschaltet, weil hier Wasser fließt oder so? Was bringt das, wenn wir jetzt nochmal hier Licht machen? Zack. Okay, bringt gar nichts. Ups. Gut. Können wir uns den angucken jetzt? Ansehen. Genieß die Show, Emmy. Der Wächtersprössling ist in voller Blüte. Ich wette, mit der Kraft des Blühen könnten wir auch den Wächtersprössling draußen wiederbeleben. Ja, das haben wir auch vor. Aber ich wette, damit kriegen wir auch die anderen verwelkten Bäume jetzt zum Blühen, oder? Gehe ich jedenfalls mal von aus. Das testen wir auch einfach mal. So, hier war das... Wow, was ist mit euch los? Und zack. Zack, zack, zack. Bam. Einer fehlt noch. Nimm das nochmal mit und... Ja, komm her. Meine Zeit geht drauf. Uahahaha. Komm doch einfach raus. Ja, ja. Aha. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. So, 10.000 Yen haben wir schon mal. Läuft. Ja, die Zeit ist halt schlecht, weil er nicht rausgekommen ist. Ah, jetzt haben wir es auch befreit. Na, guck mal an. Noch mehr Tiere. Hi. Ups. Ne, war richtig. Füttern. Können wir das... Fressen die Fisch? Benutzen. Sieht so aus, als würde das Futter ungeeignet sein, dachte ich mir. Ich glaube, die ersten eher so, Samen, ne? Pflanzensamen? Kann das sein? Ich denke ja. Oder Pilze? Ich denke eher Pflanzensamen. Dieser unheimliche Baum gibt einfach nicht auf. Ich habe eine Idee, Emmy. Vielleicht kannst du seine Frucht auf ihn zurückschlagen. Und während er betäubt ist, nutzt du Blühen, um das Böse zu vertreiben. Okay. Zack. Und... Sehr schön. So.
Nehmen wir das so alles mit. Warte mal. Haben wir gerade genau das Passende gekriegt für unsere kleinen Tierchen hier? Ja. Und er futtert. Ich glaube, das können wir überspringen, weil der frisst halt nur. Ja, skippen. Ich glaube nicht, dass wir das so die ganze Zeit immer sehen wollen. Yeah, 9 Erfahrungen mehr. 3 pro Schweinchen. Aufnehmen. Komm her. Hihihi. Ein Arsch gebissen. Plopp. Oh. Auf jeden Fall lieben sie uns. Das Geld liebt uns auch, natürlich. Die Statue ist ganz schmutzig. Aber es beweist, dass sie überhaupt über uns seit Ewigkeiten wacht. Okay. Hey. Aha. Gibt also doch ein bisschen was von. Was ist hier passiert? Wow, Emmy, warte. Das Haarteil sieht jetzt viel besser aus, aber was ist mit diesem düsteren Grasabschnitt? Du kannst die Kraft des Blühen einsetzen, um die Fläche zu füllen. Füll ihn einfach mit deinem Pinsel und das Blühen wird den Rest erledigen. Okay. Wir machen mal so und... Whoops. Achso, ich soll das wirklich füllen. Alles klar. Oh, eine Schriftrolle. Oh, mal gucken, was wir damit anfangen können. Erhalten grüner Daumen. Tipps. Okay. Grüner Daumen. Daumentechnik. Löchere den Boden mit Punkten. Die Tinte wird zusammen. Und Pflanzen sprießen. Aha. Du verwirrst die Feinde. Die Lebenskraft der Pflanzen vertreibt das Böse. Da war auch eine Schriftrolle, oder? Hey, das sieht aus wie die Reisetipps. Das ist eine alte Aufzeichnung. Über die Pilgerfahrt durch das Land. Wenn es das Original wäre, dann wäre es ein Vermögen wert, aber es gibt so viele Kopien, dass du wahrscheinlich auf keinen Fall besonders viel dafür kriegst. Aber auf jeden Fall, wenn du sie lesen möchtest, drücke einfach Plus, um das Fächermenü zu öffnen. Es mag sich zwar sehr moralisierend anhören, aber es sollte dir zumindest bei deinen Reisen helfen. Ja gut, jetzt mache ich ein paar Punkte. Blub, blub, blub. Aha. Gut, als Schutz vielleicht mal zu gebrauchen. Zack. Und blühen. Ey. Geht doch. Verbraucht Kartoffel. Trocken, aber mit Geschmack. Füllt den Magen ein wenig. Was? Kartoffeln machen voll satt. Können die das nur ein wenig auffüllen? Okay, was haben wir hier? Nix. Okay. Wollen wir die anderen hier auch mal befreien? Du bist betäubt? Wovon? Aber... Nee. Ich wollte schon sagen. Irgendwas war da nicht richtig. 3 Erfahrungen oder Glück. Ist jetzt nicht so viel, aber hey. Wenigstens sieht das alles schön aus. Genau, diese Bäume wollte ich haben. Und zack. Hm. Geht das nicht? Doch. Noch eine Erfahrung, wow. So, du zurück. Du blühen. Und dich blühen wir auch. Bringen wir auch zum Blühen. Oder auch nicht. Ich sammle erstmal das alles ein. Ist wahrscheinlich wichtiger, den Magen zu füllen. Ich denke mal, passt 200 rein oder so. Hä, geht das nicht?
muss doch gehen. Okay. Ganz ordentlich. Bisschen kleiner vielleicht. Aha. Wow, das war jetzt auch ein Krampf. Hätte ich es nicht einfach annehmen können. Oder muss, hätte ich weiter wegstehen müssen. Wo genau muss ich malen? Wahrscheinlich kleiner einfach nur. Wenn ich zu großflächig mache, zählt das wohl nicht. Gehe ich von aus. So, neue Gegner. So, einer weniger. Die schützen sich immer so krass. Von hinten. Passt. So, der ist down. Und down. Oh, sogar einen Zahn bekommen. Sehr, sehr schön. So, haben wir es jetzt befreit oder kommen da doch noch ein paar jetzt? Oder kommen die immer wieder? Ich weiß es nicht. Okay. Nehme ich auch gerne. Das müssen wir dann noch rauf, ne? Drehen wir kurz die. Da sind Affen. Euch können wir leider nicht füttern. Oder? Ist die Fisch? Tatsache. Sie essen Fisch. Sehr schön. Vielen Dank. So, nehmen wir das nochmal mit. Und den Baum. Das sind alles ein bisschen Erfahrungspunkte. Es ist zwar immer nur einer, aber wir kriegen jetzt zum Beispiel was für unseren Magen. Die Tiere lieben uns. Oder spawnen deswegen auch erst nur. So, und wir wollen es ja auch schön haben hier, ne? Sehr schön. Ich müsste eigentlich... Ne, noch nicht ganz. So, haben wir hier noch einen. Und hier noch einen Baum. Damit füllt den Magen ein wenig, trifft das ganz gut. Was haben wir hier? Buddeln? Oh, warte. Wo ist Buddeln? Da. Blühen. Das was? Tatsache. Wusste ich gar nicht. Oder ich kann mich nicht dran erinnern. An das mit den Bäumen allerdings schon. Ah, wir kriegen eine Bonuskiste jetzt. Oh, toll, jetzt muss ich wieder zurücklaufen, ne? Liegt das daran, dass wir jetzt alles hier freigeräumt haben? Erhalten. Buddeltipps. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Ja, dann gucken wir uns das so mal an. Sachen, nein. Logbuch. Nee. Tierliste. Vogel. Brauchen wir die Liste? Ich weiß es nicht. Wir können noch ein bisschen upgraden. Ich würde sagen, machen wir auch. Das lohnt sich doch immer. Mehr Leben. Glühen, Kraftstreich. Wo haben wir das Ding denn? Bastiarium? Interessiert mich nicht. Oh, cool. Okay. Gelber Teufel. Ah, jetzt ist es leer, weil wir es noch nicht haben, okay. Buddeltipps, hier haben wir es. Drücke X, um Löcher zu buddeln.
Manche leere Plätze leuchten im Dunkeln. Im Dunkeln, okay. Gerade mit X dort, um Schätze zu finden. Das ist aber noch nicht alles, was das Buddeln betrifft. In üppigen Vegetationen gibt es manchmal ein grünes Leuchten. Grabe dort und ein verwelktes Kleeblatt erscheint. Mit dem göttlichen Pinsel kannst du Kleeblätter wiederherstellen. Wiederhergestellte Kleeblätter belohnen dich mit Glück. Ja gut, ein Kleeblatt bringt ja auch Glück, ne? Und das haben wir jetzt durch Zufall auch schon gemacht, aber ich möchte jetzt eigentlich nochmal zurück und diese Bonustruhe abholen. Das interessiert mich ja doch schon, was wir da bekommen. Ja, ihr liebt mich schon, ich weiß. Wir sind auch eine Göttin. Hallo? Man muss uns einfach lieben. Also lohnt sich scheinbar auch die ganzen Bäume. Nicht nur wegen dem einen Erfahrung oder einem Glückspunkt da zu kriegen, sondern auch um eine Bonuskiste zu erhalten. Ob das in allen Gebieten aus ist, müssen wir sehen. Ach komm. Money und das. Oh, nice. Nehme ich alles mit. So, hier ist unsere Bonuskiste. Was haben wir hier? Erhalten Fragment der Sonne. Sammle drei leuchtende Fragmente, um Solarenergie, um eins zu erweitern. Okay. Das ist quasi ein gratis Upgrade für uns. Irgendwie so, ne? Würde ich sagen. Upsasa, da wollte ich lang. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Und gucken, wo Susanne geblieben ist. Nice. Da lang. Die lieben uns schon. Ich hoffe, wir haben immer genug zu futtern dabei, wenn wir Tiere finden. Oh, Moment. Da drüben möchte ich noch hin. Ups, ich wollte buddeln. Und Glück. 5, immerhin. Aber du hast ein vierblättriges Kleeblatt und bringst uns 5. Hm. Du siehst auffällig aus. Oder auch nicht. Na gut. Ups. So, dann speichern wir mal. Und zwar auf den unteren, ja, auf Platz 2. Perfekt. So, dann würde ich aber sagen, beenden wir für das erste den Part und gucken dann, was wir in der großen, ja, in dieser Hub-Welt quasi. Okay. Was wir da quasi, achso, ist nachgeworden. Was wir da finden und wie das aussieht, wenn wir das dann auch befreien quasi. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.